Okay, das nächste Level. Spawn 4. Und hier haben wir wieder ein Secret Exit. Yo. Das letzte Secret Exit, welches wir finden müssen. Zumindest mal für die Hauptkampagne. Wie es mit der Nebenkampagne oder dieser zweiten Kampagne aussieht, das weiß ich noch nicht. Hier haben wir auch schon das Exit. Wahrscheinlich das normale. Hä? Aha. Ja, cool. Da verrät er einem ein Secret. Das ist auch nicht schlecht. Dann gucken wir mal weiter. Noch ein Secret hier, cool. Nice. Finde ich okay, wenn es hier in diesem Level gut läuft mit den Secrets. Na, bei meinem Glück finde ich alle Secrets außer das Secret Exit. Okay. Ey, nicht nett. Okay, wir haben irgendwas aktiviert. Ich weiß nicht, wo. Ich, ja, werde das ja auch schon irgendwann noch rausfinden. Von dem her ist es auch nicht so schlimm, dass ich es noch nicht weiß. Okay, wir haben hier wieder mehrere Schalter. Ist das jetzt wieder so ein... Okay. Das hier. Ja. Na, was machen dann die anderen? Nichts. Die anderen scheinen wirklich nichts zu machen. Dann gucken wir mal, wir müssen jetzt zur blauen Tür. Blaue Tür. Okay.
benötigst einen gelben Schlüssel. Ja. Ich benötige die blaue Tür, weil ich weiß gerade nicht, wo die ist. Ich weiß gar nicht, ob ich sie überhaupt schon gesehen habe. Ein Rucksack. Ja, komm. Diese komischen Nightmare-Imps sind, glaube ich, echt eher ein Fall für die Doppelläufige. Oh, gemein. Oh, ja gut. Unheilvoll, dunkel, was soll das? Hell, okay, besser. Ach nee. Ach nee. Ah, Vorsicht. Ich will hier doch nur vorbei. Okay. Ah, ich verbrenne. Und das ist nicht gut, deswegen lade ich. Ja. Okay. Nice. Noch ein Secret. Es hat ja echt viele Secrets. Und irgendwo auch noch ein Secret Exit, welches man nicht vergessen darf. Garantiert nicht. Ist jetzt übrigens der rote Schlüssel erst. Oh. Uiuiui. Au. Da geht's noch nicht lang dann. Das hier nehme ich mir mit. Wenn man schon dabei ist. Das hier nehme ich auf. Schrotflinte ist voll. Da haben wir die rote, okay. Und eine neue Rüstung haben wir auch. Und hier war ja eh nur der Schlüssel. Okay, okay. Dann, let's go, wir gehen hier durch. Okay. Hä? Was soll ich dann in diesem Raum? Das ist so der einzige, keine Ahnung, der einzige Hinweis ist einfach dieses leuchtende Ding hier und... Und, Ah, okay. Oh. Haha.
Wer? Da oben. Was? Du wagst es. Er wagte es. Okay. Och nein. Weg da, bloß alle weg da. Okay, ich habe jetzt irgendwas Krasses aktiviert, glaube ich. Das könnte für das Secret eventuell relevant sein, also fürs Secret Exit. Die Munition, da kann ich nicht aufnehmen. Okay. Irgendein Erdbeben hat es jetzt auf jeden Fall gegeben. Ja, guten Tag. Perfekt. Was, wer, wo? Weg mit euch. Die kommen halt wirklich direkt aus der Hölle, diese Viecher. Und das ist leider wortwörtlich richtig. Okay. Ah, nice. Jetzt haben wir hier dann auch noch eine Möglichkeit, wieder zurückzugehen. Ein Strahlungsschild, okay. Dann sollten wir uns jetzt wohl beeilen. Solange der hält. Okay. Da haben wir noch einen. Ist jetzt nach oben gefahren aus irgendeinem Grund. Perfekt. Und hier kommen wir dann zurück. Ja, perfekt. Wir haben nur diesen einen Strahlungsschild gebraucht. Falls da unten noch was sein sollte, habe ich da zumindest noch den zweiten. So, theoretisch könnte ich mich hier auch noch einmal etwas umschauen. Aber erst musst du offensichtlich sterben. Oh. Das hier hat nur das hier genau bewegt. Ah,
haben wir hier dann noch irgendetwas zu erledigen? Ich glaube nicht. Zumindest nicht fürs Erste. Dann haben wir jetzt die gelbe. Wie kam man nochmal? Okay, nee, hier ging es zurück, okay. Oh, Munition, nice. Hier haben wir. Ja, ja. Okay. Was hat sich da noch bewegt? Oder war das nur die Tür? Aha. Ich höre dich. Haha! Als ob! Okay, dann ist das das Secret Exit oder wie? Nicht ganz alle Kills. Nicht ganz alle Gegenstände. Nicht ganz alle Secrets, okay. Obwohl ich echt einige gefunden habe. Ich hatte jetzt echt tatsächlich mit 100% Secrets auf jeden Fall gerechnet. Aber ja, da fehlt mir wohl noch eines. Aber das dritte Secret Level jetzt schon in Folge. Also, ne, beziehungsweise, ja gut. Das erste Secret Exit ganz am Anfang bei Map 1, das kannte ich ja bereits. Aber die anderen noch nicht. Aber alle auf Anhieb gefunden. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Ich hätte nicht damit gerechnet. Aber gut, dann sieht man sich im Secret Level wieder. Bis dann. Ciao. Okay. So, zuallererst einmal. Ich zeige noch das normale Exit, weil da sind auch noch Gegner drin. Ich mache das jetzt relativ kompromisslos, aber ja, dann habe ich zumindest noch gezeigt, wo sich die letzten Kills versteckt hätten. Und dann gehen wir noch zum Secret. Dafür gehen wir nochmal hier in diesen Bereich. Man sieht es auch schon hier ein bisschen auf der Map. Ja. Da hat man dann hier noch ein bisschen Stuff und eine Megasphäre.